Jo, was geht? Mein Name ist Janix und ich zeige euch heute, wie ich meinen aktuellen Song Es ist kalt, wo ich herkomme, produziert habe. Der ist letzten Sonntag auf allen Streaming-Portalen, Spotify, Apple Music und so weiter erschienen. Es ist kalt, wo ich herkomme und ich brauch neuen Halt, denn ich merke, wie ich lauf vor der Welt, vor den Schmerzen, vor dem Grau. Bleibe stark, wenn ich fall, dann stehe ich auf. Über die Keine Mühe Gang, wie gehabt. Und ja, ich zeige euch heute, wie ich den Beat gemacht habe, was ich mit den Vocals gemacht habe und erzähle noch ein bisschen, was ich mir bei dem Song so gedacht habe. Gut, dann gehen wir direkt ins Projekt rein. So, hier sind wir jetzt in Fruity Loops. Hier seht ihr schon den gesamten Song, wie ich ihn aufgenommen habe und halt den Beat auch produziert habe. Das Ganze fängt an mit einem Sample. Das Sample klingt im Original so. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, wo ich das her habe. If you know, you know. Ich sag mal so, es ist tatsächlich ein Sample-Sample, also nicht irgendwie ein Loop von einem Producer, sondern halt wirklich ein Sample aus einem Song. Genau. Ich kann jetzt natürlich aus rechtlichen Gründen einfach nicht genau sagen, wo es herkommt. Wer weiß, der weiß. So. Das Sample habe ich genommen und ein bisschen schneller gemacht und ein bisschen runtergepitcht. Das klingt dann so. Genau, darauf habe ich dann noch ein paar Effekte gelegt, und zwar einmal einen Love-Filter. Der macht das Ganze so ein bisschen dumpfer. Dann einen Limiter im Compression-Mode. Ein Gross-Beat, das steht auf Halftime, ist hier aber nur so auf. Ja, genau auf 50% eingestellt. Das fügt dann eben diese tieferen Töne noch hinzu. Klingt dann so. Und als letztes habe ich noch ein True Verb draufgelegt, um in diesem Medium Concert Preset, um eben das Ganze noch so ein bisschen halliger zu machen. Ja, und das Ganze läuft, wie ihr hier sehen könnt, tatsächlich einfach den ganzen Song durch. Dieser Reverb, der ist nur fürs Intro und fürs Outro. Also ich habe hier einen Automation-Clip erstellt für den Reverb und wie ihr hört, wenn der Song reinkommt, ist es sehr hallig und dann wird es weniger und am Ende, also dann während der Part auch, also die Vocals auch da sind, ist der Reverb komplett raus und am Ende kommt er wieder rein. Genau, das ist eben dieser Intro-Effekt. Dann habe ich über das Ganze ein Drum-Pattern gelegt. Das klingt so. Das Besondere an diesem Drum-Pattern ist, dass ich die Drums bis auf die Snare, also die Kick und die Hi-Hat, habe ich eingespielt auf dem MIDI-Keyboard. Und dann auch nicht mehr quantisiert. Das macht das Ganze so ein bisschen bounciger. Es ist halt nicht so robotermäßig, sondern es hat so ein bisschen was Organisches. Man sieht das jetzt hier bei der Kick, die sind halt nicht perfekt auf den Beats. Und das gleiche gilt für die Hi-Hats. Ich wollte einfach, dass der Song so dieses rohe Gefühl hat und eben nicht so perfekt robotermäßig klingt. Genau. Ich glaube, ich habe die Drums auch einfach auf Roh benutzt und damit
Doch hier auf der Kick ist ein EQ, um die Höhen rauszuholen. Vorher hat die Kick sich so angehört. Genau. Und das hier sind die Hi-Hats. Das Ganze läuft dann hier noch in einen Drumbus, wo ich ein Maximus draufgelegt habe, um die ganzen Drums fetter klingen zu lassen. Vor allem boostet das so ein bisschen den Bass. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das war hier ein Preset irgendwie. Genau, ohne klingen die Drums so. Ach, das sind gar nicht alle Drums. Ich weiß selber gar nicht mehr, was ich getan habe. Es ist nur die Hi-Hat und die Snare, die Kick, feedet da gar nicht rein. Okay. Naja, auf jeden Fall, so klingt's ohne und so klingt's mit. Maximus ist einfach nur ein Multiband-Kompressor und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass ich hier einfach ein Preset genommen habe. Welches kann ich euch leider jetzt gerade nicht mehr verraten. Gut, dann habe ich als letztes Element von dem Beat noch ein Percussion-Loop von Looperman mir gezogen. Der klingt in Fülle eigentlich... Ich habe ihn unique gemacht. Naja, jedenfalls der Teil, den ich mir da rausgecuttet habe, klingt so. Und ich habe da dann einen EQ draufgelegt, um die Tiefen rauszunehmen und dann sind nur noch die Höhen übrig und das klingt dann so. Einfach um noch so ein zusätzliches Layer an Percussions einzufügen. Der ganze Beat mit allem gemeinsam hört sich dann so an. Genau, und so läuft es auch eigentlich die ganze Zeit durch, außer hier an einer Stelle, da habe ich kurz einmal das Drum-Pattern rausgecuttet, weil ich da eine Line hatte, die ich betonen wollte. Genau. Und als nächstes kommen wir schon zu den Vocals. Ihr seht, ich habe das hier am Stück aufgenommen. Das war eine bewusste Entscheidung von mir. Man hört es dem Song an, auf jeden Fall. Auch, dass es nur eine Spur ist. Ich wollte diesen Song so roh haben wie möglich. Also ich habe das alles innerhalb von vielleicht 2 Stunden, diesen Beat gebaut, geschrieben, recorded. Und auch dann direkt einen Roh-Mix gemacht. Ich habe mich natürlich später nochmal an den Mix drangesetzt. Aber also ich hätte natürlich die Hook zum Beispiel nur einmal recorden können und dann copy and pasten. Das mache ich auch bei vielen Tracks so. Aber bei diesem Track wollte ich eben dieses rohe Gefühl haben und dass es sich so, ja, irgendwie alles aus einem Guss anhört oder vielleicht auch nur für mich anfühlt. Ich habe das Gefühl, man hört sowas, also man hört es auf jeden Fall. Die Hooks klingen eben nicht alle gleich. Das mag der eine gut finden, der andere schlecht. Es war jetzt eine artistische Entscheidung, sage ich mal. Auf jeden Fall handelt es sich eben nur um diese eine Spur, diesen einen Take, den ich am Stück runtergerappt habe. Ich nehme mal gerade alle Effekte von den Vocals runter. Genau, dafür mache ich erstmal diesen Channel hier aus und nehme hier alle Effekte runter. Den hier lösche ich, damit ich ihn gleich nicht aus Versehen anmache. Genau. Also, als allererstes, erstmal, die Vocals roh klingen so. Na, ich mach mal hier die auf Solo. Ey, es ist kalt, wo ich herkomme und ich brauch neuen Halt, denn ich merke, wie ich lauf. Genau, als erstes habe ich einen Nectar draufgelegt. Nectar ist ein Plugin von Ozone. Das hat eine AI eingebaut, die sich deine Vocalspur anhört und im Grunde die Einstellungen automatisch einstellt. Und man kann dann hier eben noch einstellen, wie viel man von den einzelnen Effekten haben will. Ihr könnt sehen, ich habe hier die Pitch Correction rausgenommen. Bei Clarity habe ich es runtergedreht. Den Nectar Reverb mag ich auch nicht so gerne. Aber mit Nectar klingt es dann so. Ey, es ist kalt, wo ich herkomme und ich brauch neuen Halt, denn ich merke, wie ich lauf. Als nächstes habe ich einen EQ draufgelegt, um die ganz tiefen Tiefen zu cutten. Das hört sich dann so an. Ey, es ist kalt, wo ich herkomme und ich brauch neuen Halt, denn ich merke, wie ich lauf vor der Welt, vor den Schmerzen, vor dem Grau. Genau, als nächstes ein Sibilance. Sibilance ist ein De-Esser von Waves.
Ey, es ist kalt, wo ich herkomme und ich brauch neuen Halt, denn ich merke, wie ich lauf. Und dann noch ein Limiter im Compression-Modus. Ja, Ratio 4 zu 1, Threshold halt relativ gering. Ich mache das immer nach auf Optics, deswegen mag ich auch gerne den Kompressor, der im Fruity Limiter drin ist, weil ich da eben optisch sehen kann, was ich gerade mache. Mit Kompressor klingt's dann so. Ey, es ist kalt, wo ich herkomme und ich brauch neuen Halt, denn ich merke, wie ich lauf vor der... Genau, dann habe ich noch einen Delay draufgelegt, Fruity Delay 2. Time ist auf 8. Genau, ein bisschen, also relativ starker High-Cut und das Volume eben relativ weit runtergedreht. Klingt dann so. Ey, es ist kalt, wo ich herkomme und ich brauch neuen Halt, denn ich merke, wie ich lauf vor der Welt, vor den Schmerzen, vor dem Grau. Genau. Und als letztes noch einen Ozone, und zwar hauptsächlich für den Stereo-Imager, um das Ganze halt so ein bisschen mehr ins Stereo-Bild zu füllen. Klingt dann so. Ey, es ist kalt, wo ich herkomme und ich brauch neuen Halt, denn ich merke, wie ich lauf vor der Welt, vor den Schmerzen, vor dem Grau. Genau, es ist relativ leicht jetzt nur, aber ist halt da. Genau, dann habe ich das Ganze hier in einen zweiten Channel reingefeedet. Auf dem habe ich nochmal einen EQ, dass eben nur die Mitten davon da sind. Ich kann jetzt leider nicht den soloen, weil ja der andere da reinfeedet. Müsst ihr mir jetzt glauben. Das ist der zweite Channel. Ey, es ist kalt, wo ich herkomme und ich brauch. Genau, dann habe ich da noch einen Stereo-Enhancer draufgelegt, um das Ganze eben wieder auf links und rechts zu pannen. Dass es halt nicht mit der anderen Stimme overlaid wird, sondern die halt, ja, voneinander getrennt sind und das Ganze halt im Stereo-Bild so ein bisschen füllen. Ey, es ist kalt, wo ich herkomme und ich brauch neuen Halt, denn ich merke, wie ich lauf. Und als letztes habe ich da nochmal einen Delay draufgelegt. Ja, der ist jetzt hier auf Time 4. Ey, es ist kalt, wo ich herkomme und ich brauch neuen Halt, denn ich merke, wie ich lauf vor der Welt, vor den Schmerzen, vor dem Grau. Genau, das war auch eigentlich schon der ganze Song. Ich habe dann hier noch mein Tag draufgelegt. Das ist so ein Tag, das benutze ich gerne für Tags, in denen ich dieses Ajanix irgendwie zu aggressiv finde oder halt nicht passend für den Vibe vom Song. Das ist die gleiche Freundin von mir, die das aufgenommen hat. Shoutout an dich. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt hier sagen sollte. Ja, auf jeden Fall, das ist ein Tag von mir. Klingt so. Und damit ist der Song auch eigentlich schon fertig. Wie gesagt, ich habe hier diese Reverb-Automation und ich habe am Ende ein Fade-Out. Ja, genau. Und der ganze Song klingt dann so. Ich werde ihn jetzt nicht komplett spielen. Erster Link in der Beschreibung, könnt ihr euch den auf diversen Streaming-Portalen anhören. Auf dem Master ist noch mal ein Parametric EQ, der so ein bisschen, ja, so stark habe ich normalerweise keinen EQ auf dem Master. Bei diesem Song fand ich es aber stimmig. Dann habe ich hier noch einen Maximus drauf liegen, der, glaube ich, hauptsächlich gar nicht mal die Lows boostet. Ich weiß nicht mehr, warum ich das getan habe. Auf jeden Fall nochmal ein bisschen Compression und dann halt mein Ozone Limiter ganz am Ende. Genau. Und der ganze Song klingt dann so. Ja, das war's auch schon. Wie gesagt, der Song ist sehr roh und sehr simpel, das ist auch gewollt. Bei manchem anderen Song hätte ich es anders gemacht, hätte ich noch Doubles recorded, hätte ich noch viel stärkere Effekte auf die Stimme gelegt. Bei dem Song ist es gewollt gewesen, dass der eben so roh klingt, wie er klingt. Manch einer mag das als schlechten Mix bezeichnen, was auch immer. Ich sag's auch immer wieder, ich bin kein Mixer, kein Engineer.
Ich mache das alles nach Gefühl und nach meinem Geschmack. Das mag manch einer anders machen. Es geht hier in dem Video nur darum, euch zu zeigen, wie ich es gemacht habe. Ja, ich weiß nicht, ich hoffe, dieses Format ist für irgendjemanden interessant. Ich habe vor, das jetzt öfter zu machen, wenn ich eben Songs rausbringe, um zu zeigen, einfach den Prozess zu zeigen. Und ja, ich gucke mich hier gerade im Spiegel an und es ist total verwirrend. Also nicht im Spiegel, sondern in der Kamera. Es ist total verwirrend, dass es nicht ist wie beim Handy, sondern die Seiten richtig rum sind. Naja, genau. Auf jeden Fall, lieben Dank fürs Zusehen. Hört euch den Song gerne an. Wie gesagt, erster Link in der Videobeschreibung. Und ja, genau, lasst mich gerne wissen, wenn ihr mehr Videos aus dieser Reihe sehen wollt. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram und auf Twitter und so weiter und so fort. Und ja, haut rein.